Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute geht's rein in den Sportmodus mit dem neuen Time Trial Event. Ja, ich bin recht zeitig aufgewacht heute. Und wir gehen nach Trial Mountain, I guess. Ja, Fuji haben wir innerhalb der Top 3% abgeschlossen. Und wir gucken mal, wie es läuft. Ich habe, glaube ich, das ein oder andere Mal. 1:50.4 ist hier die Zielzeit aktuell oder die Goldzeit. Schnellste Zeit. Goldzeit ist eine 53,7 und wir müssen mit dem Castrol Supra fahren. Ich habe, glaube ich, vor kurzem mal so ein im Video erwähnt, dass ich auch jetzt GT7 so ein bisschen online dann wieder zocken werde. Habe, glaube ich, gesagt, am Freitag. Das ist jetzt nicht mehr aktuell. Ich glaube, heute nehme ich mir mal einen Tag frei und zocken dann einfach mal morgen wieder ein wenig online. Mal gucken. Wait, morgen ist ja F1 Creator Series. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Oder? Nee. Keine Ahnung, auf jeden Fall, wir werden sehen. Die Tage gibt es auf jeden Fall GT7 Online Multiplayer. Und auch ein Dave gegen die Welt, aber... Mal schauen. Okay, erstmal hier die Runde. Okay, man kann hier nicht voll fahren. Okay. Nochmal. Muss mal gucken, wie hart der Turbo Punch hier wirklich ist. Sehr human. Geht sogar voll. So, Audio und so passt auch. Ich habe mein neues T-Shirt heute an. I'm just gonna look cute. Mit Krogo drauf. Turbo Pfeifen ist aber wild. Ich habe vor kurzem tatsächlich einen Lizenztest hier mehrfach wiederholt mit dem Shelby GT350R, das ist, glaube ich. Einfach weil mich da so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt hat. Und ich sehen wollte, was geht denn da so alles maximal. Könnte man eigentlich mal für verschiedene Lizenzen machen. Da habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Sekunden vor meiner damaligen Zeit runtergeknuspert. Das ist not bad, aber war auch gute Vorbereitung jetzt für diese Runde, auch wenn es natürlich ein ganz, ganz anderes Auto jetzt ist. Ich habe mir die Zielzeiten gar nicht gemerkt. 8:15 ist null meine Zeit, um sich irgendwas zu merken. Ich bin froh, dass ich, wenn ich den roten Faden bei meiner Themenwahl verliere, ich ihn zumindest dann noch mal wiederfinde. Time Trial ist jetzt auch nicht so unendlich lang draußen bisher. Das heißt, vielleicht müssen wir im Zweifelsfall noch ein bisschen mehr was rausholen. Also innerhalb der 2,5%, vielleicht 2-3% sollte man, denke ich mal, dann sicher sein. Bis jetzt ist mir aber noch nicht so krass was aufgefallen, was man hier nennen könnte. Also aus Interesse, Moment, 54,1. Reicht das theoretisch schon? Nö, noch lange nicht. Okay. 4/10 für Gold. Grob eine Sekunde, würde ich sagen, damit wir recht safe sind. Das wird. Ich hatte es nur interessiert, wie krass man sowas wirklich übertragen kann, so Vorwissen von... Oh! Anderen Events. Mit anderen Autos. Hübsches Auto. Ja, auch ein absoluter Klassiker in Gran Turismo halt. Schade, war ein Cut. Da rechts kann man aber tatsächlich relativ viel cutten. Ich habe das Gefühl, den Untertourig zu fahren ist fast schon unruhiger, als wenn du den Touring fährst. Muss mal kurz testen, wie es jetzt mit dem zweiten Gang aussieht. Beides recht unruhig. Liegt wahrscheinlich am recht hohen Lenkeinschlag in der Schikane, den ich da habe. Okay, ein bisschen früher schalten vielleicht.
Nee. Wird es nicht so, wie ich es gemacht habe. Alles okay. Ich weiß ja nicht, wo ich die ganz großen Sekunden verliere. Wahrscheinlich, weil ich zu vorsichtig auf dem Gas bin, aber... Ich habe das Gefühl, den fünften hätte ich weiter ausdrehen müssen. Da hatte ich vorhin untersteuern, hab den Kurvenscheitel nicht so gut getroffen und hier habe ich den Kurvenscheitel auch nicht so gut getroffen vorhin. Jetzt habe ich zu früh gebremst und trotzdem den Scheitel nicht erwischt, weil ich sehr zaghaft auf der Bremse war, aber trotzdem in Summe. Gutes Ende der Runde. Also 4/10 brauchen wir für Gold. Die haben wir jetzt fast drin. Ich glaube, wir sind eine Tausende oder so drunter. 7,33 merken wir uns mal gerade. Das Gute, wenn du da rechts weiter außen fährst, ist... Oder innen, in dem Fall. Ist, dass du da theoretisch mehr Platz hast für die Linkskurve. Nein! Schade. Achso, Moment. Eine Sache möchte ich nachchecken. Bin ich nicht eine Tausendstel unter der Zeit? Tatsache. So, Leute, wir haben es auf Gold geschafft. Tschüss. Ein Spaß beiseite. Aber ich frage mich halt wirklich, wie man jetzt hier noch diese etwas mehr als 3 Sekunden noch rauskitzelt aus dem Auto. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen, aber ich will es ja immer selbst erst versuchen, bevor ich mir dann... anschaue, was die Pros da so großartig anders machen. Okay, hier beim 5. bleiben. Bringt auf jeden Fall Zeit. Spaßet ihr auch das Downshiften dort? Oha, okay, geht so. Eine halbe Sekunde Vorsprung jetzt. Let's go. Oha. Oha. Cool. Also beim Runterschalten ein bisschen Motorbremse mitnutzen und schön Touring fahren mit dem Auto. Ich habe das Gefühl, das bringt's. Auch die Gänge ordentlich ausfahren. Kann ich mich jetzt natürlich komplett täuschen, aber ich guck mal ganz kurz, 52,5, okay, das ist eine klare Verbesserung, Leute. Okay, wir gucken mal. Wie fahren die anderen die Runde? Das ging überraschend schnell tatsächlich. That's what she said.
So, Wiederholung mal speichern. Selbstverständlich. Natürlich bin ich hier weit immer noch vom Optimum weg. Das sieht man auch anhand der Zeit. Aber wir gucken mal ganz kurz, was haben die anderen denn gemacht? Wait. Okay, das ist Reason. Ich dachte, es ist wieder Mickey Sall. So. Mr. Balding, was hast du denn Schönes hier gemacht? Gucken wir mal kurz. Also. Er hat auf jeden Fall ein anderes Design. Das macht ihn schon mal locker eine Sekunde oder so schneller. Locker. Immer auf alles schieben, was man nur findet, ne? So, gucken wir mal. Okay, er fährt den fünften aus. Fährt außen weiter auf den Curb, bevor er da reingeht. Cuttet hier mehr. Aber das meinte ich auch vorhin, wenn du da echt weit rechts anfährst, dann kannst du diese schnelle links noch schneller nehmen, weil du viel mehr Platz in der Kurve hast. Das hat er super umgesetzt. Jetzt bin ich gespannt. Ich könnte mir vorstellen, er kommt vielleicht im vierten Gang aus der Kurve raus, geht aber zwischenzeitlich in den zweiten für die Motorbremse. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen weiter außen als ich. Dritter, vierter, okay. Hier wahrscheinlich zweiter, dritter. Er nutzt auch die Motorbremse. Boah. Okay, wenn man sich mal den Winkel anschaut. Ist das die richtige Kurve? Geh mal kurz zurück. Also aus dieser Sicht sieht es so ein bisschen aus, als würde er quasi innen in die Kurve reinknallen. Moment. Ja, ist schon relativ eng. Ah, oh, da sieht man den Übergang von den Texturen quasi. Fällt halt beim Fahren aber null auf, ne? Also. GT7 ist eh so ein unglaublich schönes Spiel. Okay. 30-2. Da auch wieder in den dritten gegangen für die Motorbremse schön. Oh, und da lenkt er sogar noch viel früher hin als ich. Und ist insgesamt ein bisschen weiter innen noch vom Anfang an gewesen, von Anfang an gewesen. Okay, stark. Stark, stark. Auch hier relativ spät in den sechsten gegangen. Hat 1 km/h mehr Topspeed. Ist da, glaube ich, nicht in den zweiten gegangen. War ich da im zweiten kurz? Er spricht auf jeden Fall dafür, dass er mehr Geschwindigkeit durch die Kurven mitnehmen kann. Hier der vierte. Ich glaube, da bin ich sogar kurz im zweiten gewesen. Okay, interessant. Auch hier wieder schön die Motorbremse genutzt. Ich glaube, auch da war ich kurz im zweiten, oder? Wird das Auto jetzt auch zum ersten Mal, glaube ich, im Spiel so wirklich gefahren. Ja, ist eine starke Runde. Also, schön gefahren. Mit meiner bin ich aber auch zufrieden. Also, 2, was Prozent jetzt? 2,3%? 2,4% vielleicht? Moment. Komm. 1,96% sogar. Oh. Ist gar nicht mal so schlecht. Also 2 Sekunden von der Bestzeit entfernt, das geht voll klar. Ja, kann man mal machen. Da bin ich tatsächlich sogar näher dran als mit vielen, vielen anderen Autos. Zuletzt war ich mit dem Mustang noch sehr nah dran. Und mit dem GT3 ist sowieso, ja gut. Das ist für mich eh mittlerweile im Kopf gesetzt, weil das halt so gut gepasst hat an dem Tag. Das war so crazy. Und ich gucke mal ganz kurz. Wir haben noch ein weiteres Rennen hier, das wir noch nie bestritten haben. Und wir bräuchten da ein Gruppe B Auto für. Und rennharte Reifen sind unter anderem gestattet. Jetzt würde mir so eine Leistungspunkteanzahl, an der ich mich orientieren kann, tatsächlich helfen. Wobei wir haben 10 Runden, das heißt, empfehlenswert wäre, glaube ich, sowieso eher auf etwas härtere Mischung zu gehen. So, gehen wir rein, werte Damen und Herren. World Rally Challenge, noch nie großartig gefahren. Machen wir noch ein kleines Rennen hinterher. Passt, glaube ich, gut. Ja, und dann das Wochenende noch ein bisschen im Multiplayer unterwegs sein. Ja, nee, heute Abend ist so ein... Oh, oh Gott, oh Gott. Ja. I feel you, bro. Eieiei.
Auto ist halt null für Rennstrecke abgestimmt. Egal, da müssen wir jetzt durch. Nee, es ist halt einfach nur gerade mal so ein Tag, wo ich mir auch denke, so ey, vielleicht auch mal ein bisschen... Also einerseits, ich bin voller Elan, ich hab Bock, ich hab richtig, richtig viel Spaß. Ich meine, ich habe heute auch 4 Stunden oder so gepennt und war dann schon wieder wach und voller Tatendrang jetzt wieder weiterzumachen, weil alles einfach so geil ist aktuell auch. Und trotzdem, manchmal muss man sich vielleicht ein bisschen bremsen. Und wenn ich mir gedacht habe, ey, weiterer Stream wäre jetzt cool, muss ich dann doch überlegen und sagen, wäre vielleicht auch ganz cool, mal einen Tag sich wieder zurückzunehmen ein bisschen und einfach zu versuchen, wieder mit ein paar Leuten zu quatschen, mit denen man vielleicht ein paar Tage mal nicht gequatscht hat und so weiter und so fort. Und deswegen nehme ich mir mal den Abend dann frei. Weiß, da wird jetzt niemand sagen, Dave ist schlimm. Ich sage auch nicht, damit ich... Das ist jetzt kein Fishing for Compliments oder so ähnlich oder so. Oder dass Leute sagen, Dave ist doch alles okay oder so. Sondern einfach nur, um es zu erläutern, dass es heute quasi dann kein Programm gibt und warum vor allem auch. Während ich hier jetzt sehr, sehr... Oh, spritsparend fahren muss. Bro. Oh. 12% Spritverbrauch bisher. Ist okay. 13. Er fährt halt auf der Ideallinie, aber er fährt einfach 30 km/h langsam auf der Ideallinie. Jetzt will er außenrum überholen, als wäre er Herkules. Alter. Das Gute ist, wir haben relativ viel Drehmoment hier in den Autos. Also ich kann ja auch bei recht niedriger Drehzahl noch reingehen. Und überall senden. Sehr gut. Beim sechsten Gang brauchen wir noch nicht mal mehr den hohen Motormodus. Da kann ich wirklich alles runterschrauben. Ich muss noch viel mehr Sprit sparen, glaube ich. Also in dem Fall lohnt sich das, denke ich, auch. Weil du sparst wieder einen Boxenstopp. Aber bei den Daytona hatten wir herausgefunden, kannst du mit vollem Pushen durchaus auch wieder sehr viel Zeit rauskitzeln. Also in der ersten Runde haben wir 13% Sprit verbraten. Heißt, wir haben 3% Defizit, das wir über das Rennen gesehen ausgleichen müssen. Und jetzt habe ich etwa 8% bisher verbraucht, 9% jetzt. Wait a second, das sind doch Offroad-Autos. Ab geht's, nehmen die Strecke. Ja, also was Thema so taktisches Fahren angeht und Spritsparen und sowas auch, freue ich mich auch schon aufs 24-Stunden Daytona-Rennen in iRacing, wo ich ja auch plane mitzufahren. Und gucken wir, ob man da vielleicht ein Team bestehend aus den Mods hinbekommt. Dann würde ich da super, super gerne mal wieder so ein 24er fahren. Das letzte, was ich versucht habe zu fahren, war Le Mans in iRacing letztes Jahr, aber leider bin ich da gar nicht zum Zug gekommen. So, das Auto war Schrott in beiden Versuchen, noch bevor ich
zu meinem ersten Stint ansetzen konnte. Was natürlich sehr schade ist, aber die 20er Daytona wird dann vielleicht nochmal besser. Who knows? Zu Deutsch, Bärnase. Nee, aber maybe wird das dann wieder cooler. Wir werden es sehen. Und fernab davon habe ich, glaube ich, zuletzt Daytona 2022 sogar dann getestet. Oder 23, ich weiß es gerade nicht mehr. Lief auch nicht so unendlich gut. Ja, allgemein muss ich sagen, es gab so ein paar Sachen, die mich dann irgendwie von den Langstreckenrennen abgebracht haben. Einfach, keine Ahnung, mal ein ACC-Rennen gefahren, was irgendwie super viele Probleme hatte und wo das Rennen nicht stattfinden konnte. Abgeschossen worden in Daytona und das sehr früh im Rennen, auch da habe ich keinen Stint quasi mit einem heilen Auto fahren können. Dann 12 Stunden Battles, was wirklich komplett in die Hose gegangen ist, was komplett schief gelaufen ist. Auch da konnte ich quasi nicht fahren, weil vorher das Auto schon Schrott war. Und ja, dann habe ich wieder ein bisschen Zeit gelassen. Dann ging es rüber zu dem 24er Le Mans, wo ich mir gedacht habe, okay, das teste ich jetzt mal wieder. Und auch da lief es halt wirklich eher nur mäßig. Und irgendwann sitzt du dann schon da und denkst dir so, sollte man es versuchen oder nicht nochmal? Ich glaube, mit den Mods wird es ganz cool, weil ich da jetzt auch nicht die Ambition habe, dass wir da so richtig krass rasieren werden. Ich werde da einfach ganz gechillt fahren und denke mal, die Mods, die werden da jetzt sich auch nicht den riesen Druck machen. Da wird man primär halt einfach Spaß haben. Und wenn ein gutes Ergebnis bei rausspringt, ist auch schön. Das 24er soll dann am 20. 21. Januar kommen. Also hoffen wir mal, dass alles cool wird. So, 8,2 nach vorne. Und jetzt sind wir noch bei 2%, die ich in dieser Runde ausgeben dürfte. Dann sind wir bei plus minus 0. Dann haben wir die 3% Defizit auch schon rausgeholt. Ja, das ist nicht schlecht. Also Shortshiften ist bei dem relativ gut. Wie bei jedem Auto im Prinzip. Und jetzt haben wir tatsächlich 60% Resttreibstoff für 6 verbleibende Runden. Ist halt die Frage, ob der Herr Hahn da vorne auch nochmal in die Box muss. Oh oh. Schade. Erst habe ich ein bisschen aufgeholt da und dachte so, boah, cool, 7/8 rangekommen. Da war ich schon in der Mauer und dachte mir so, okay, doch ein paar Zehntel verloren. Aber sehr hilfreich, einfach die ganze Zeit im 6. hier zu fahren. Ja, aber ich bin froh, mal eines dieser Rallye-Events jetzt zu bestreiten, weil ich bin noch nie, glaube ich, in diesem Spiel jetzt ein Gruppe B-Auto gefahren. Außer es ging um Rallye-Events selbst, aber
Selbst da kann ich mich gerade an kein wirkliches Rallye-Event erinnern, was ich so wirklich gefahren bin. Ich will auf jeden Fall jetzt nochmal eine Zeit setzen, die unter 2 Minuten ist. Wenn ich da nicht irgendwie in eine Mauer krache, dann schaffe ich es tatsächlich unter 10% Sprit zu verbrauchen und trotzdem eine Zeit von unter 2 Minuten zu setzen. Aber dann sollte ich vielleicht erst das machen. Was ich interessant finde, ist, dass der harte Reifen tatsächlich auch relativ stark abbaut, also der vorne rechts. Bedingt fast schon, dass ich so oder so an die Box müsste nochmal. Die Frage, was mit dem Hahn ist, weil wenn ich jetzt... Also wenn ich es von Anfang an gewusst hätte, hätte ich von Anfang an gepusht und gesagt, okay, Spritsparen ist jetzt egal, wir pushen durch, wir wechseln eh Reifen. Schwierig. Oh oh. Jetzt droht halt die Gefahr, dass er nicht an die Box geht. Und dann wäre mein erster Stint viel zu langsam gewesen. Und ich könnte jetzt quasi nicht mehr alles aufholen. Okay, ich glaube, er geht an die Box. Ich probiere es trotzdem mal ohne Stopp. Ich habe eine Nachricht auf Discord bekommen. Sonst. Die Zeit. Er ist um 8.42 Uhr auf Discord online. Schön. Ein paar Stellen Rechtskurven, Linkskurven schafft es allerdings auch, dass der rechte Vorderreifen sich da sehr, sehr schwer tut. Hm. Der Kudo war auch noch nicht an der Box. Auch bei dem stellt sich die Frage, muss der nochmal oder muss er nicht? Weil wenn er nicht mehr an die Box muss, dann wird es auch gegen ihn eng. Wenn er nochmal an die Box muss... Dann wären wir auf der sicheren Seite, dass ich einen Stopp machen kann und dass wir dann wahrscheinlich auch Hahn relativ easy kriegen. Hahn musste zumindest auch sehr viel mehr tanken als ich. Ach, wisst ihr was? Komm, wir gehen rein. Das wird passen. In der ersten Runde habe ich 12% Sprit verbraucht. So, wir nehmen harte Reifen mit und ich werde jetzt... Ich werde mal sicherheitshalber dort auf 39-40% mal hochtanken lassen. Sollte aber alles passen. Okay, es dauert alles im Moment. Und Kudo ist auch drin. Alrighty. Dann war das ja doch eine gute Entscheidung. Dann gehen wir dem Risiko aus dem Weg, dass am Ende der Reifen vorne rechts gar nicht mehr will. So, 40% Sprit. Alter, das Nachtanken hat trotzdem Unterschied hier gemacht, obwohl es so schnell geht. Crazy. Zehn Sekunden Vorsprung. Really? 8 Sekunden, okay, von mir aus. Not bad. So, ich fahre jetzt die Runde mal super langsam, dann fahre ich die nächste mal richtig, richtig schnell. Und push einfach mal so viel es geht.
So, ganz entspannt die Runde fahren. 11,5 Sekunden Vorsprung. Kann sein, dass er nur nachgetankt hat und keine Reifen gewechselt hat. Weil es riecht so ein bisschen danach. Ich habe ja das neue T-Shirt hier jetzt gerade an, ne? Und ich muss eine Sache sagen, ich weiß, man sollte die erst waschen, bevor man sie trägt. Aber das stinkt auch irgendwie enorm. Furchtbar. Das ist so ein bisschen wie Holzspäne, der Geruch gefühlt. Oder ich weiß, ich kann es nicht genau zuordnen. Es kommt mir auf jeden Fall in irgendeiner Form bekannt vor, aber ich weiß nicht genau, was für ein Geruch das ist. So. 34%. Auf eine schnelle Runde, let's go. Trailbreaking ist halt mit dem Auto sehr schwierig, deswegen mache ich das nicht, weil der knickt ja enorm ein. Oder ich mache es nur sehr geringfügig. Sechzehntel. Komm, komm, komm. Und beim Exit untersteuert er natürlich schon ordentlich. Eine Sekunde. Ist halt auch nicht so viel, ne? Was? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mit so viel Lift and Coast nur eine Sekunde. Klar, die Runde läuft doch, aber dass ich nur vielleicht 2 Sekunden langsamer bin als das, was wir jetzt hier hinbrettern werden. Ja. Zwei Sekunden, tatsächlich. Ziemlich gut abgeschätzt. So, für die letzte Runde haben wir, glaube ich, auch noch genug Sprit. Gut, wenn man jetzt auch noch ein bisschen auf der Bremse das Auto rotieren lässt, was zwar sehr gefährlich ist, aber ich glaube, sehr effektiv ist, dann holt man noch mal deutlich mehr Zeit raus. Das ist nicht schlecht. 6/10 noch mal im ersten Sektor. Okay, wild. Also wenn man jetzt noch mal ans Limit geht müsste, dann kommt noch mal Zeit raus. Ich habe über 20 Sekunden Vorsprung. Wie ist dieses Rennen gebalanced? Ist doch geil, wie früh ich schon im Drehzahlbegrenzer bin und dann läuft's und läuft's und läuft's weiter. Ich komme aber so langsam rein in die Rotation des Autos. Okay, da sieht man aber auch, du holst nicht nur Zeit raus, wenn du extremer fährst. Manchmal ist auch ein ruhiger Fahrstil schnell, muss nicht immer schnell aussehen, damit es schnell ist. Ouch.
6,59. Immerhin, nochmal eine halbe Sekunde am Ende rausgeholt. Hui. Leute, das war doch schön. 76,5 Kilometer, ein 5-Sterne-Roulette-Ticket, das ich im Privaten öffnen werde. Weil ich jetzt jüngst auch beschlossen habe, auch hier, wir supporten keine Glücksspiel-Mechanics in-game. Und ja. Hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß bei dieser Episode mit GT7. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo, bis zum nächsten und tschüss.